Servus, hier ist der Tommy von der Musikboutique. Ich will auch heute wieder mal ein cooles Tool vorstellen, was eigentlich in keinem Gigbag oder Koffer fehlen dürfte. Was das Ganze ist, zeige ich euch gleich. Und zwar geht es um diesen Music Nomad Spanner Wrench. Das sieht jetzt erstmal relativ simpel aus. Das ist ein Tool, mit dem ich Muttern festziehen und lösen kann. Das Material ist sehr dünn, ist Edelstahl, an den Kanten wunderschön abgerundet, also da ist nichts Spitzes. Und wir haben eine Seite zum Festziehen und die andere Seite zum Lösen der Mutter. Und durch diese Zähne, die wir hier haben, ist es auch völligst egal, wie groß die Mutter ist. Wir können damit auch alles Geriffelte, wie zum Beispiel so Toggle-Switch-Schrauben mit lösen. Und für was wir das Ganze einsetzen können, zeige ich euch jetzt kurz. Wir können zum einen das Teil nutzen, um Poly-Knöpfe zu lösen. Da müssen wir also nicht mehr mit den Fingern da irgendwie drunter und uns dann die Finger hier kaputt machen, sondern wir kommen echt locker unter die Poly-Knöpfe und durch das Gewinkelte können wir das hier so leicht anheben und kriegen die Poly-Knöpfe schön runter. Wenn wir die Poly-Knöpfe gerade schon mal unten haben, kann ich euch auch gleich mal zeigen, wie man die Muttern löst. Dazu nehmen wir den Spanner Wrench so, dass die Zacken auf der linken Seite sind, gehen dann einfach an die Mutter ran, drücken den Spanner an der Mutter entlang und können dann ganz einfach die Mutter lösen. Und wenn wir es rumdrehen, können wir es natürlich genauso gut auch wieder festziehen. Und dadurch, dass wir hier unten so eine Mikrofaserschicht haben, können wir also auch den Lack nicht beschädigen von der Gitarre. So, jetzt machen wir die Poly-Knöpfe wieder drauf. Für was es sich auch hervorragend eignet, ist für diese Thumbwheels. Da kann ich auch schön hingehen und die hoch oder auch wieder runterstellen. Müsst immer gucken, dass er dann auch die Richtung von dem Wrench ändert. Wenn ihr bei einer Stoptail-Brücke hier oben Schrauben drauf habt, was jetzt in dem Fall hier nicht ist, könnt ihr auch hiermit die Höhe verstellen. Für mich eigentlich mit der wichtigste Einsatzbereich ist, die Rändelschrauben vom Toggle-Switch zu lösen und auch wieder festzuziehen, weil es gibt zwar, das verlinke ich euch hier rechts oben mal, wir haben da noch ein anderes Spezialwerkzeug, das ist auch cool, aber es ist halt ein bisschen größer und wirklich nur dafür geeignet. Mit diesem Teilchen hier kann ich das ganz locker machen, gehe also auch an die Rändelmutter hin und löse die ganz einfach, ohne irgendwas zu verkratzen. Dann kann ich den Toggle-Switch ausbauen oder kann die Richtung verändern und ziehe ihn auch ganz easy wieder fest. Was bei uns oft vorkommt, besonders bei Western-Gitarren, ist, dass die Leute kommen und sagen, ey, meine Klampfe schnarrt, die Saiten liegen aber nirgendwo auf, also die haben eh so eine Saitenlage. Wo kommt es her? Da irgendwas scheppert damit. Und da ist es dann tatsächlich oft so, dass die Muttern von den Mechaniken locker sind, weil da schaut anscheinend kaum jemand danach, dass die beim Seitenwechseln auch wieder festgezogen werden. Mit diesem Spanner Wrench komme ich da prima unter die Seiten und kann die Muttern einfach nochmal festziehen, auch wenn ich gerade neue Seiten drauf habe. In dem Fall sind sie jetzt alle fest, also kann ich auch schön lockern. Und auch wieder festziehen. Wie gesagt, durch diese
Zähne auf der einen Seite und der glatten Seite auf der anderen Seite passt sich die Größe immer automatisch den Muttern oder auch Rändelschrauben an. Der Spanner Wrench eignet sich auch hervorragend dafür, wenn ihr eine Rohrbuchse hinten an einer Akustikgitarre befestigen wollt. Dadurch, dass der wirklich so dünn ist, kommt man schön an die Mutter ran, kann mit dem Imbus die eigentliche Buchse festhalten und die Mutter festziehen oder lösen. Das heißt, wir brauchen, wenn ihr so ein Ding im Gigbag habt, braucht ihr eigentlich außer Imbusschlüssel und Schraubendreher keine Maul- oder Gabelschlüssel. Ihr habt damit alles an Bord, was ihr braucht. Finde ich echt, also ist schön leicht, nimmt quasi keinen Platz weg, kann man sich auch, wenn man will, in die Hosentasche stecken. Wirklich, steckt euch so ein Teil in Koffer oder ins Gigbag. Echt coole Kiste. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Checkt das Tool mal aus. Ich habe es euch unten in der Beschreibung auch verlinkt. Das haben wir bei uns im Shop. Kostet knapp unter 15 Euro. Ist wie gesagt aus rostfreiem Edelstahl. Also das geht auch nicht kaputt. Das verbiegt ihr auch nicht. Echt meine Empfehlung. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir machen hier immer wieder mal neue Produktneuigkeiten, die wir vorstellen, oder irgendwelche Modifikations- oder Reparaturtipps, oder stellen euch eben so kleine Teilchen vor. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, Sassen!